Guten Abend, guten Tag oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch The Farm. Und dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleines Schulbeet damals in der Schule hatten, unterstützt mich heute der Mann, der die dicksten Kartoffeln hat. Und der Grund ist, warum da Stroh liegt, Benny! Yeah! Hallöchen! Hi! So, ja... Wir haben hier ein weiteres Schmankerl von Max Horror, dem wir ja schon andere tolle Spiele verdanken, wie zum Beispiel The Apartment oder, ja, The Book zum Beispiel. Ne? Und ja, wir sind jetzt anscheinend an unserem Weingut angekommen oder auf unserer Farm und melden uns jetzt hier mal beim äußerst suspekt aussehenden Pförtner. Mit der Axt. So, wir können so ein bisschen einzoomen. Was ist mit ihm los? Ah, der irrt so. Und die ist gone. Die ist gone. Haben wir? Schön. Auf Flashlight. Oh, eine Flashlight. Die schnappen wir uns erstmal. Oh, lass mich mal kurz gucken. So, mit F schnell aktiviert. Fantastico. Können wir uns jetzt hier so einen Haken nehmen? Nein, das geht natürlich nicht. Vielleicht dieser Schuh. Aber auch das nicht. So, okay. Ja, es ist natürlich ein kleiner Indie-Titel, ne? Und es wird wahrscheinlich nicht so ein langes Let's Play, aber dafür wird es nicht umso schauriger. Das habe ich jetzt gerade komplett falsch gesagt, ne? Nicht weniger schaurig, will ich damit sagen. So, okay, ich glaube die... Alter, genau. Ist ja wie bei meinem Auto. Oh, wie bei meinem Auto hier. Ja. Nur sauberer. Oh, hey! Hey, 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 hey! Bleibt mal ganz cool, diese aggressiven Waschbären hier. Ja? Wir müssen wahrscheinlich. Private Property. Kann man das hier lesen? Ja. Warning! We are dealing with a dangerous creature in the area. Okay. All visitors must be warned and should leave as soon as possible for their own safety. Ja, alle klar. Wir haben hier irgendwie mit einer gefährlichen Kreatur zu tun und alle bitte verpissen und. Ne? Ja. Auf eine Eva. Warum gehen wir? Achso, wir haben ja keine Gas. Wir haben ja kein Benzin mehr. Nee, richtig, ja. Die Karre bleibt da vorne stehen. Wir müssen anscheinend zu Fuß auf unser Anwesen. Und das machen wir mal schnell. Ist es ja! Ist das wirklich unser Anwesen? Keine Ahnung. Ich weiß, aber es ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg. Von daher. Warte, 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 warte. Was ist denn los hier? Was ist denn los? Behind me? Warum leuchtet es da rot? Oh, das Stroh. Ich weiß es nicht, Benny. Ich kann dir das nicht sagen. Das ist eine, ich weiß es nicht. Eine Laterne oder so. So. Okay. Okay, da vorne haben wir das Haus. Tatsächlich weiß ich nicht, was jetzt hier vorgefallen ist. Also, wir lassen uns einfach mal überraschen. Okay. Ein Schwein. Ein Schwein. Ich weiß nicht. Oh, das sieht aber traurig aus. Na? Schweini? Schwarti? So. Oh, oh, zwei Schweine. Oh, schön, schön. Hey, guck mal, Benny und Steve, oder was? So, okay. Nehmen wir nochmal rein hier in die Bumshütte. Also, wenn es jetzt nicht unser eigenes Haus ist, begehen wir gerade, wie nennt sich das? Na, erstmal Landesfriedensbruch und jetzt Hausfriedensbruch, ne? Oh, schön. Da sind wir ja. Anybody home? I could use some help. Scheinbar ist er nicht unser Bruder. Aber ist aber auch, ne, vermessen, dann erstmal so. Ey, mach auf! Mach auf! Wir wollen eben auch von der Hinterseite, ja? Nicht von vorne, nie. Ich glaube, das ist die Haupt. Das ist. Ach so? Ich glaube, das ist vorne. Oh Gott. Würde ich mal sagen. Also, oder? Oh, aber Licht ist angucken. Licht, ja, Licht ist an. Genau. Die Öllampe, die gute. Oh, und überall diese komische Rumgeknarze. Es ist wirklich unangenehm. Es ist auch wirklich verdammt dunkel, muss ich sagen. Kann ich hier durch? Oh, ja, guck mal. Schön. Ab durch die Rabatten. Ah, schau mal. Ein Klo. Hey. Und die Wäscheleine ist auch ganz schön voll hier, Freunde. Na, sag mal, was sind für abgewichste Hemden hier, ey? Wer sitzt denn auf dem Pott? Oh, okay.
Ja. Okay. Ich glaube, wir haben gerade. Ich weiß nicht, falschen Schlüssel, was wir gerade bekommen haben? Ich konnte das jetzt gerade nicht sehen. Ja. Sie sah ja so aus. Ach du Scheiße, wir machen wieder zu. Komm mal wieder zu, das Ding. Aber warum können wir denn die Axt nicht mitnehmen? Ich würde die gerne mitnehmen. Die können wir tatsächlich nicht nehmen. Boah, man guckt ja mal auch die tolle Jeans-Vernähung an. Hey. Ist aber auch. Die Dreifachnaht. Großartig. Toll. Ich mach mal wieder zu, ne? Mach mal in Ruhe weiter. Okay. So, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Noch ein Schweinchen. Ach, guck mal. Oh, schön. Machst du ein bisschen? Machst du Bubu? Ja. Ja, guck mal, ein bisschen graulich hier, ne? Oh. Mein kleiner Hamburger von morgen. Also, mein Speckscheibchen auf meinem Hamburger für morgen. Ah. So rum. So rum wird ja ein Schuh draus. So. And we locked up. Hallo! Hallo, ich bin vorne liegen geblieben mit meinem Auto. Mhm. Haben Sie mal 60 Liter Super? Würde ich mitnehmen. Was ist hier los? Zum Lesen? Saturday, der 12. I have managed the barricade. The Savage System out back. I'm unsure it is where this creature came from. We should be safe from now. Only dynamite should be able to remove the barricade. And I have locked that away in my safe. My wife has the key. Ja, okay. Gut. Ich habe hier noch keinen gesehen, außer den toten Bauern. Ja, Fernseher. Skibis und Fernseher. Mach mal aus, einfach. Was ist da los hier? Ey, spinnt hier ein bisschen? Oh Gott. Nein. Was jetzt sind doch die Drecksbelger von ihm an. Ich hab da draußen mal gesagt, ihr sollt hier nicht mit dem Bein spielen. Da die Scheiße, jetzt ist die Scheibe im Arsch. So. Entschuldigung. Okay. Warum sagt er behind you und unten? Ja, das ist fies, oder? Ja. Mach mal die Fenster nochmal aus. Guck mal jetzt noch hinter dich. Was? Ich dachte, da wäre ein Raum gewesen. Ich dachte, der wäre jetzt wieder weg auf einmal, wo du den Fernseher angemacht hattest. Okay. Echt? Nee, ich hatte gedacht, dass der Raum spawnt quasi, wenn du den Fernseher aussahst. No. Aber nein. Knackt denn hier so? Ich weiß es nicht. Also die Soundkulisse ist schon sehr. Oh, wie? Wer? Du? Was? Warum? Who are you? Ah! Spinnen die, Alter? Spinnen die? Ja, wie gesagt, also es ist halt, auch wenn es ein Indie-Game ist, irgendwie der Max Horror, irgendwie der hat es auch schon auf Tasche, ne? Irgendwie der weiß, wie so ein Jumpscare funktioniert und wie er dich damit zum Hose voll pissen bringt. Entschuldigt bitte meine Ausdrucksweise, aber it is what it is. Was ist los? Was war das? Wer weint da? Unsere Frau? Oder die Frau? Bist du die Frau des Bauern? Hey! Okay. Sollen wir jetzt da reingehen? Geh doch mal gucken. Sie hat den Schlüssel für den Safe. Hallo? Ist mir egal, was du machst. Ich will nur den Schlüssel. Gar kein Problem. Ist in. Alter, hat der hier reingehauen. Was ist der Schlüssel? Small Key from a Wonder. Oh, Igitt, ey. So ein Ferkel. So, dann mag. Hier, komm, mach zu, das Ding. Macht er nicht. Okay, jetzt brauchen wir den Save. Ich habe noch keinen Save gesehen. Jetzt brauchen wir einen Save. Aber vielleicht hier vorne, hier drinnen, genau. Offen zu, ich mach gleich. Na? Na? Jetzt. Dann geht nur die eine Seite auf, okay. Schön. Da ist der Safe. Da ist es safe. Ja, und da drinnen ist anscheinend auch jemand. Hier ist so ein, weiß ich nicht, so ein Fay-Waldjons-Bully irgendwie. So ein Auto, wo dich immer jeder vorwarnt irgendwie. Also generell
Leute vorwarnt, nicht einzusteigen. So ein Auto ist das. Och Mann. Was ist denn... Das war Schweigen. Das war Schweigen. Max Horror. Ja, das ist halt cool. Er hat halt in den seinen Spielen hat er irgendwo diese Visitenkarte versteckt. Die schon fast wie so ein Easter Egg ist, finde ich persönlich. Die zu finden, stimmt, ist schon mal eigentlich Ziel des Spiels. Oh! Wow, alter Mann. Schwein, was ist denn los mit dir? Spinnst du ein bisschen? Der Schinken aus dir. Okay. Schade ist, dass wir aber in der Garage kein Benzin gefunden hätten, weil dann hätten wir einfach mit dem Benzintank also weg und so. Da sagst du was, Benni, da sagst du was. So. Ich würde mal sagen, das da hinten sieht so ein bisschen nach... Barrikade? Sawyer aus. Ja, und nach Barrikade. Ich glaube, wir sind richtig. So, können wir hier irgendwas... Oh, jawoll, Alter, komm, nimm das. Was ist das hier? Ein Einhell. Akkuschrauber. Halt, lass mal liegen, den Scheiß. Erstens, cut the big beans. Zweitens, get the boards from back in the shed. Drittens, nail and tools. Once boarded up, we hopefully can get some peace. Ah, okay, alles klar, gut. Na, das heißt, hol mal ein paar große Balken, hol Werkzeug und Nägel und dann verrammeln das Ding und hoffentlich... Aber ha! Oh, ich hab mal alles gedrückt. Was ist los? Ah, boom. Oder auch nicht. Sie boom, boom, boom. Hey, yo, hey, yo. Boom, here comes the boom. Ready or not. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt... Ich meine, gut, das Vieh ist ja hier draußen. Sollen wir denn da rinlaufen? Ja, nee. Weiß ich nicht. Ja, nee. Ja, wir wissen es ja nicht. Eigentlich ist es ja draußen. Also eigentlich hat ja die Barrikade nichts gebracht. Ja, die Frage ist ja, ist das eins oder sind es mehrere? Ja, spätestens jetzt ist es eh vorbei, weil wir haben ja die Barrikade kaputt gemacht. Ja, sagst du was. Okay, jetzt. Oh! Was ist das? Oh! Oh! Ja, warte! Oh! Oh! Na dann! Oh! Auf das Ding! Thanks for downloading and playing this short demo. Alles klar, to be continued. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es eine Demo ist. Und süß aus. Okay. Sofort rausgesprungen. Großartig. Ja, ihr Lieben, das war... Wir dachten, das Full Game, aber nein, es war nur die Demo zu The Farm. In die Beschreibung packen wir euch mal den Link zu Max Horrors Link-Seite bei itch.io und unterstützt den Dude irgendwie und ja, lasst ein bisschen Liebe da. Lasst auch hier auf dem Kanal ein bisschen Liebe da. Daumen nach oben. Und... Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao. Tschüss.